Assassin's Creed Codename Hexe wird ein Hauptableger, welcher kurz nach dem Mittelalter in Deutschland spielen wird. Was uns dort erwarten wird? Nun ja, Hexenverbrennung in dem vermutlich düstersten Kapitel des gesamten Assassin's Creed Franchises. Ubisoft sagte zum zukünftigen Ableger, dass es etwas komplett Neues sein wird, das wir bis dato noch nicht hatten. Einige Informationen zur Story und zum Gameplay habe ich aber dennoch für euch, deshalb viel Spaß mit dem Video. Und damit wunderschönen guten Tag, mein Name ist Assassin, ich heiße dich herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, auf welchem es rund um das Thema Assassin's Creed geht. Also falls dich Themen zum Assassin's Creed Franchise interessieren, dann lass doch gerne ein Abo da und werde Teil des Credos. Doch genug geredet, kommen wir zum Thema. Ich habe das Thema Hexe bereits in einigen Videos angesprochen. Zum neuen Gameplay, was wie eben bereits erwähnt etwas komplett Neues werden soll, gibt es bereits einige Gerüchte. Manche sagen, es wird ein Horrorspiel, andere sagen, es wird ein Souls-like. Ich glaube, Horror können wir direkt ausschließen. Natürlich wird es sehr düster und schon fast gruselig, aber ich kann mir eine Kombination aus Horror und einem Assassin's Creed in keiner Welt vorstellen. Horrorspiele leben von Jumpscares oder Panikmache. In einem Open-World-Parcours-Game sehr schwer vorstellbar. Dies sind in meinen Augen einfach zwei Komponenten, die nicht zusammenpassen. Ein Souls-like wäre da schon sehr viel realistischer. Und ich bin ehrlich zu euch, ich denke, das wird es auch. Nach einem Kampfsystem, welches auf Ausweichen und Timing basiert, wie in Origins, Odyssey und Valhalla, nach Aussagen seitens Ubisoft, wie es wird etwas komplett Neues, nach einem Perma-Death-Mode in Mirage, nach einer Karte in Codename Red, welche ohne großen Leitfaden ähnlich wie in Elden Ring aufgebaut sein soll, all das deutet auf ein herausforderndes Gameplay wie in einem Souls-like hin. Und wieso auch nicht? Souls-like-Games haben eine sehr große Fanbase. Doch da stellt sich schnell die Frage, braucht Assassin's Creed so etwas? Wenn wir so zurückblicken, kamen die ersten Assassin's Creed Spiele heraus, als die Story Games den Markt beherrschten. Jeder liebte tiefsinnige Geschichten, weshalb das Assassin's Creed Franchise auch sehr schnell Anklang fand. Aber auch dies endete mit der Zeit mehr oder weniger. Denn nach dem Tiefpunkt 2014-15 musste etwas Neues her. Zu dieser Zeit brach der große Hype rund um Open-World-Games aus. Also wurde Assassin's Creed zu einem Open-World-RPG. Mittlerweile sind viele Spieler allerdings übersättigt von zu langen Spielen, die sie anfangen und nie zu Ende spielen. Bis dann Anfang 2022 Elden Ring erschien und alles änderte. Die Kombination aus Open-World und Herausforderungen faszinierten die gesamte Spielwelt und Elden Ring wurde über Nacht zu einem unglaublichen Erfolg. Souls-like hatte zuvor bereits eine gewisse Fanbase in Form von Dark Souls, Sekiro und Co., aber selbst für die Spieler, die das bereits gewohnt waren, war Elden Ring ein unglaubliches Produkt. Da Codename Hexe also etwas komplett Neues werden soll, etwas, was die Assassin's Creed Fans bis dato noch nicht gewohnt sind, wäre meine Vermutung, dass Ubisoft auch hier auf den Hype-Train aufspringen will. Und dies ist ja auch am Ende des Tages nichts Schlimmes. Probieren geht über Studieren. Ich persönlich finde nur, dass der Fokus von einem Assassin's Creed auf der Story liegen sollte. Denn dies ist der Ursprung des Franchises. Und genau das hat dieses Franchise zu dem gemacht, was es heute ist. Mal etwas Abwechslung ist nie verkehrt, aber nur solange es nicht den Kerngedanken komplett über Bord wirft. Und apropos Story, dazu kommen wir jetzt. In Codename Hexe erwartet euch eine weibliche Protagonistin namens Elsa. Ob sie selbst eine Hexe ist oder nicht, steht noch in den Sternen. Aber eine Assassine ist sie und macht somit dem Namen Assassin's Creed immerhin alle Ehre. Doch nur weil sie unter dem Namen Elsa bekannt ist, muss dies natürlich nicht ihr richtiger Name sein. Da Hexenverbrennung gerade während des 16. und 17. Jahrhunderts in Deutschland ein Thema war, musste ich direkt an Elizabeth Jane Weston denken. Sie war eine englische Poetin und lebte 1582 bis 1612. Wieso ich aber genau auf sie kam? Nun ja, erinnert ihr euch noch an dieses Video? Leider muss ich aber sagen, Giovanni verstarb im Jahr 1558. So wäre es aber möglich, dass er das Buch seinem Kind weitervererbte oder gestohlen bekam. Eine weitere Möglichkeit, welche sogar sehr naheliegend sein könnte, wäre, dass er vor seinem Tod eines der Kinder Ezios ausbildete. Schließlich wurde er von Ezio selbst trainiert, also könnte es sein, dass er das Artefakt an Flavia oder Marcello Auditore weitergab.
Da jedoch Flavia 1513 und Marcello 1514 geboren wurde, wäre der Auditore in Codename Hexe vermutlich das Kind oder Enkelkind von einem der beiden. Doch bis 1587 wusste man nicht, was aus dem Buch von Abraham wurde. Denn in diesem Jahr tauchte es in den Händen von Edward Kelley und John Dee auf. Doch dazu in einem anderen Video mehr. Und zu diesem Video kommen wir jetzt. Falls du den ersten Teil also nicht gesehen hast, solltest du auf jeden Fall oben in der Infokarte vorbeischauen, denn dieses Video hier baut auf dem ersten Video auf. Edward Kelley war ein englischer Naturwissenschaftler und Alchemist, welcher 1555 bis 1597 lebte. Er war der Stiefvater von Elizabeth und im Besitz des Buches von Abraham von Würzburg. Würzburg ist nebenbei die Stadt, in der Hexenverbrennung damals sehr groß war. Zusammen mit John Dee war sein Projekt, Gold zu erschaffen. Während der Forschung an dem Buch bemerkte er immer mehr, wie er vom Buch verzehrt wurde, weshalb er bei der Arbeit auch oftmals anfing, seltsame Sprachen zu murmeln. Dies fiel seiner Tochter Elizabeth und seinem Arbeitskollegen John Dee auf, weshalb ein Streit entstand. So entwendete John Dee das Buch, wurde allerdings dabei von Elizabeth erwischt. Er sagte zu ihr, dass er das nur tut, um ihren Vater zu retten. Kurz darauf zog Kelley mit seiner Familie nach Prag. Dort erhielt er eine Werkstatt und arbeitete für den Kaiser Rudolf II. Nach einer Weile verbreiteten sich Gerüchte über ein Monster, welches es auf Adlige und Alchemisten abgesehen haben soll. Der Kaiser organisierte also ein Treffen mit seinen Alchemisten, darunter auch Kelley und seine Tochter Elizabeth. Bei diesem Treffen wurde beschlossen, dass die Alchemisten ab sofort von Stadtwachen bewacht werden sollen. Auf dem Heimweg bemerkte Elizabeth dann etwas Seltsames in einer Gasse. Als sie dorthin ging, traf sie auf einen Golem. Dieser erzählte ihr, dass sie das Leben ihres Vaters gerettet habe, woraufhin er kurz danach verschwand. Im Jahr 1591 wurde Edward Kelley dann verhaftet und eingesperrt, da er dem Kaiser Gold versprach, es aber nicht schaffte, dieses herzustellen. 3 Jahre lang verweilte er im Gefängnis, bis er dann freigelassen wurde. Dies geschah aber nur, weil er dem Kaiser erneut versprach, Gold herzustellen. Elizabeth und ihre Mutter sprachen während diesen 3 Jahren nie über Kelley. Ihnen ist nur aufgefallen, dass er während seiner Gefangenschaft etwas verrückt wurde. Eines Tages fand Elizabeth ihren Vater weinend auf dem Boden auf. Sie eilte zu ihm, doch Kelley zeigte ihr nur roten Staub und sagte daraufhin, dass er es nur schaffen würde mit dem Buch, welches John Dee zuvor mitnahm. Und so gelang es Kelley erneut, nicht Gold herzustellen. Er schaffte es nicht, weshalb sein Haus erneut von Wachen gestürmt wurde. Da er aber mittlerweile komplett verrückt war, griff er eine Wache an. Dadurch wurde nicht nur Kelley, sondern auch seine gesamte Familie eingesperrt. Eines Tages aber floh er aufs Dach des Gefängnisses. Als Elizabeth nach draußen sah, sah sie ein großes Kreuz auf dem Dach des Gefängnisses. Bis sie dann realisierte, dass dies kein Kreuz war, sondern ihr Vater, welcher sich an jenem Tag in den Tod stürzte. Elizabeth eilte zu ihm und nahm ihn in den Arm. Doch alles, was er noch zu sagen hatte, war, dass John Dee damals ein sehr kluger Mann war. Nachdem nun einige Zeit vergangen war und die Familie nicht mehr im Gefängnis war, heiratete Elizabeth im Jahr 1603 den Juristen Johannes Leo. Einen Monat nach ihrer Hochzeit starb Queen Elizabeth I. von England, nach der sie benannt wurde. Queen Elizabeth wurde zur Queen, da sie mit den Assassinen kooperierte und im Jahr 1558 den Edenapfel von Alter Ihr aus der Bibliothek in Masyaf entwendete. Zeitgleich erhielt Elizabeth ein Hochzeitsgeschenk von John Dee, nämlich ein Gemälde von Queen Elizabeth. Gemeinsam mit ihrem Mann untersuchte sie das besagte Gemälde nach irgendwelchen Hinweisen. Darauf zu sehen waren viele junge und gut aussehende Damen. Johannes bemerkte aber, dass diese Damen die junge Queen Elizabeth und die Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite waren. Somit stand die Queen auf diesem Bild zwischen den Isu und hielt eine Goldkugel in der Hand. Diese Goldkugel fand Elizabeth viele Jahre zuvor im Schrank von John Dee. Doch auch
einen Brief legte er dazu, in welchem stand, dass die Kugel und die darin enthaltene Kraft sowie die Göttinnen auf diesem Bild real sind. Sprich, John Dee wusste, was die Isu waren und diese Goldkugel war ein Edenapfel. Auch in den Jahren danach schrieb John Dee immer wieder Briefe mit Anspielungen an Götter, bis Elizabeth im Jahr 1612 während der Geburt ihres 7. Kindes starb. Doch wer war John Dee? War es ihm möglich, alle Weisheiten des Buches von Abraham von Würzburg aufzunehmen? Während der gesamten Zeit reiste dieses Buch immer wieder zwischen England, Tschechien und der Schweiz hin und her. Dabei durchquerte es viele Male Deutschland. Und das gerade auch während der Zeit der Hexenverbrennung, welche ihren Höhepunkt in Köln und Würzburg hatte. Diese Geschichte begann mit dem ersten Auditore und hielt über 300 Jahre an, bis sie dann im 19. Jahrhundert weitergeht, da dieses Buch von William Robert Woodman gefunden wurde. Er war ein Anhänger des Kults von Hermes und auch er berührte während seines Lebens den Schleier von Eden, wodurch er Kontakt mit dem Isu Consus aufnahm. Und so schließt sich der Kreis der Geschichte. Denn der Isu Consu und der Schleier von Eden waren bereits Inhalt des ersten Videos. Was hat es mit Abraham von Würzburg auf sich und kommen die Auditore in Codename Hexe vor? Wie könnte die gesamte Story von Codename Hexe aussehen und dazu noch Gameplay-Informationen? All das in diesen beiden Videos jetzt. Deshalb schaut euch gerne den ersten Teil an. Es ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, die etwas mit Codename Hexe zu tun haben könnte. Und das war schon das ganze Video. Du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, denkst du, dass diese Geschichte etwas mit Codename Hexe zu tun haben wird? Schließlich deuten sehr viele Hinweise darauf hin. Deine Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da und wie am Anfang bereits erwähnt, ein Abo, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schau auch gerne auf Twitch vorbei, twitch.tv/assassintv. Link findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Dort streame ich regelmäßig auch natürlich ab Release Assassin's Creed Codename Red. Und zum Ende kann ich nur sagen, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.